Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute habe ich gedacht, was mache ich Schnelles mir zum Kaffee? Und habe gemacht Apfelquark-Pfannkuchen. So eine kleine Pfannkuchen. Die sind noch sehr, sehr heiß. Und so sehen die aus. Und so viel rauskommt aus diesem Menü, was ich euch jetzt vorstelle. Und die schmecken sehr, sehr lecker. Ich nehme eine von unten, weil da sind die bisschen kühler. Und was ist noch lecker dazu servieren, das ist flüssige Honig. Und ich habe diese aktivierten Nüsse im Honig angelegt. Und hier ist richtig lecker Honig. Und wenn man das bisschen drauf macht, das ist so köstlich. Und so sieht dann da aus. Und die sind so fluffig, schön weich, mit leckerer zitroniger Geschmack. Apfel kommt heraus und sogar diese Quark, diese Tvorak, nicht ganz normale Quark, kommt dieser Geschmack von dieser Tvorak auch heraus. Es erinnert mich an meine Kindheit und an diese Zeit, wo meine Kinder waren klein und ich habe für die es gemacht. Wirklich ein sehr altes Rezept und schmeckt so lecker, geht so schnell und preiswert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und eine schöne Kaffeezeit. Genießt es! Für diese kleine Pfannkuchen habe ich folgende Zutaten vorbereitet. Dieses Tvorak, was gibt es auch bei Lidl und gibt es auch bei Edeka. Das ist sozusagen eine körnige Frischkäse steht drauf, aber auf unserer Sprache wird das Tvorak genannt. Das ist so ein ziemlich trockener Quark. Diese Pfannkuchen kann man machen auch mit ganz normalem Quark, nur ihr werdet dann ein bisschen mehr Mehl brauchen als ich, weil dieses Tvorak ist trocken und normale Quark ist viel feuchter. Deswegen wird man dann ein bisschen mehr Mehl brauchen. So, erstmal ein bisschen klein machen. So, dann geben wir da 2 Eier. 2 Esslöffel Zucker. In meinem Fall irgendwelche Biozucker habe ich jetzt geholt. 1 Teelöffelchen von dem Vanillezucker. Mein selbstgemachter Vanillezucker. Prise Salz. 1/2 Teelöffel Backpulver. Und erstmal verrühren wir nur das. So, stellen wir an die Seite, Mehl an die Seite und werden wir erstmal die Äpfel reiben. Ich habe jetzt hier 2 kleine Äpfel oder nehmt ihr einen großen. Abgewaschen und jetzt grob reiben. Ich schäle es nicht, weil die Haut ist angenehm. So, mit Apfel sind wir fertig. Jetzt reibe ich noch ein bisschen von der Zitronenschale. Nur ein bisschen. Geben wir so ungefähr 1 Esslöffel von dem Zitronensaft über die Äpfel. Und geben wir jetzt die Äpfel zu unserem Quark. Nochmal gut umrühren. Nach Geschmack können wir auch noch ein bisschen Zimt dazu geben. Und dann geben wir noch durchgesiebte Mehl, aber so viel, dass wir so einen geschmeidigen Teig haben. Kein flüssiger, aber nicht sehr fester. Und dann bei jedem wird das etwas unterschiedlich, weil es liegt an die Größe von dem Ei und auch an dem saftiges von den Apfel. Ich habe jetzt mir nur 80 Gramm abgewogen. Mal schauen, ob das wird das ausreichen oder muss ich noch was bisschen dazu geben. Mal schauen. Der Teig sieht gut aus. So, schaut ihr, wie sieht mein Teig aus? So richtig so sehr dick, aber flüssig. Nicht zu fest und nicht zu dünn. Und jetzt können wir ins Herd gehen und ausbraten. So,
So, stellen wir die Pfanne auf den Herd, machen wir die an, bisschen Öl. Und werden wir jetzt aus unserer Teig so eine kleine Pfannkuchen oder kleine Kuchlein ausbacken. Wir können erstmal eine jetzt fertig backen und probieren, wie das konsistenz ist. Und dann kann man auch sehen, ob das doch mal vielleicht ein, zwei Esslöffel Mehl dazu geben. Muss mal schauen nach Geschmack. So, mal schauen. Fühlt sie sich gut an. Und dann nehmen wir einfach auf einen Löffel drauf und ein bisschen so flach drücken. Es fühlt sich sehr gut an. Ich werde gleich 4 Stück machen. Und auf mittlerer Stufe nicht gleich sehr heiß ausbacken. Von beiden Seiten so richtig schön goldbraun. So, und wenn eine Seite ist fertig, drehen wir um und braten wir die nächste. So, es kann man, wenn ihr umdreht, auch den Deckel drauf machen, weil wir müssen nicht auf die heiße Hitze drauf machen, dass es alles schön durch wird. So, drehen nochmal um und von der ersten Pfanne immer ein probieren. Nehme ich jetzt eins, dann schauen wir, wie es schmeckt, wie es innen drinnen. Schaut, das ist diese kleine weiße Krümelchen, wenn ihr dieses Quark nimmt, diese Tvorak. Oh, heiß. Sehr lecker. Nur heiß. Zitronig in meinem Fall. Nicht sehr süß. Absolut nicht. Richtige, angenehme Süße. Passt alles gut. Und mehr Mehl möchte ich auch nicht haben. Die sind richtig schön weich und fluffig. So schaut ihr. Und jetzt heiß die genießen. Zum Kaffee ist es einfach perfekt. Kann man auch dazu was nehmen oder Eis oder geschlagene Sahne, was da noch alles gibt. Oder vegane, zum Beispiel aus Kirschnüssen, die Sahne, die machen. Kann man auch dazu verwenden oder ein paar Beeren. So eine Beerengrütze kann man dazu servieren. Ich mag die einfach nur so. Ohne gar nichts. Die schmecken mir auch so. So, liebe Freunde, ich brate die erstmal alle fertig und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren mal was anderes. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!